So, wo sollen wir denn hin? Na, wenigstens zeigen sie es uns an, nicht so wie die anderen Viecher. Huch, was ist das denn? Ihr seid ja... Ach, das Indimandando-Reich. Sollte ich von denen nicht schon einmal dieses Verteidigungsnetz zerstören? Sag mal, was habt ihr eigentlich alle gegen die Indimandandos? Das ist ja wirklich schade. Aber was soll's? Nehmen wir mal den Megapuls, der ist ja da relativ präzise. Ja, ich sagte relativ, das ist richtig. So, weg mit dir, weg mit dir und weg mit dir und... ach komm, mit dem Mega-Laser geht es schneller. Ist das euer Ernst? Ihr habt mir gerade den Krieg erklärt. Deine Spezies ist so unlogisch und geistlos, um zu überleben. Bereite dich auf die Auflösung. Ja, die Auflösung. Ich würde auch gerne auflösen. Darf ich denn hier wirklich nichts und niemanden? Sag mal, komm, das ist doch nicht... Das Ding weg. Kleiner, hör auf, mich anzuhusten. Das ist ja wirklich lächerlich, was du hier ablieferst für eine Show. Schnauze. So, das Ding weg. Wow, die haben mich gleich. Das ist ja eine Frechheit. Seid froh, dass ich keinen Planetenklatscher habe. Ist denn da jetzt endlich die Verteidigung weg? So und dann... So. Das war es aber noch nicht. Da steht immer noch ein Turm. Da drüben ist er. Ich sehe ihn. Weg mit dem Ding. So, das war's. Mal dieses Reparaturset raus und dann... du hast sämtliche Geschütze zerstört. Reifeleistung. Kehre jetzt ins Irgendwas-System zurück, um deine Bezahlung abzuholen. Also ehrlich gesagt möchte ich ja, dass meine Bezahlung... Was wollt ihr denn? Aggressor, Mafia, Beeilung. Nee, du. So, dahin, dorthin und ich glaube, das war das Richtige, ne? Können wir uns da gleich wieder reparieren lassen bei den Jungs. So, was ist nun? Nein. Nein! Es hat nichts gebracht. Aufladen, reparieren und jetzt mache ich einen auf beleidigt. Hört auf mich zu schießen. Das ist ein Loading Screen. Na, eigentlich nicht wirklich. Wo ist denn eure Kolonie? Ich werde euch jetzt so was von... So, hier. Nehmt das. Nehmt diese Freude an euch und werdet mein Verbündeter. Oh, kurz, ich muss mal ganz kurz nachladen. So. Und weiter geht's. Wo sind eure Jäger? Ach, die greifen gerade wieder an. Wir sind bei 37. Ach, das könnte ein bisschen dauern. Wäre lustig, wenn wir hier irgendwie... Oh, ich will das haben. Kann ich das scannen? Scheinbar nicht. Uah. Ach Mensch, und das würde ich jetzt zu gerne mitnehmen. So, hier, da, so, und der Bürger da, und du da, und du kriegst auch was ab. Und ihr drei natürlich noch, und du da, und ihr zwei da drüben, und du selbstverständlich. Da werde ich schon wieder angegriffen, mir geht schon wieder die Energie aus, und der Sauerstoff im Übrigen ebenfalls. So, wo sind wir denn? Wir sind bei 41. Na komm schon, das kriegen wir doch irgendwie hin. Rette den Planeten Thelen vor einer Ökokatastrophe. Nö, du. Das mit den Grocks ist jetzt echt wichtiger. Das hat oberste Priorität. Vielleicht brauchen wir dann irgendwann gar keine T3-Planeten mehr. Vielleicht brauchen wir nur noch T0-Planeten. So wie die Grocks. Und jetzt reicht's aber. Komm, hier mal Aufladung. Und dann machen wir hier mal diesen da. Wir sind gleich weg. Ne? Das möchte ich nur mal so anmerken. Zack. Und das wär's. So, wie sieht's denn jetzt aus? Plus 46. Also dieser Kampf ist ja wirklich mal was anderes. So, ein bisschen hier im Zickzack fliegen. Das verwirrt sie ein wenig. Es sind zwar Maschinen, aber naja, es verwirrt sie. So, machen wir das nochmal so. Und dann das Gebäude da drüben auch nochmal. Ach komm, das Raumschiff da kriegt auch nochmal was. Im Moment mal, der ballert überhaupt nicht auf mich. Sekunde, wartet! Meine Güte. Objekt identifiziert, Sylvana. Das Wesen ist den Grocks bereits bekannt. Einschätzung unwichtig. Danke für den Besuch. Ende. Yo. Aufladen, reparieren. Und erwähnte ich schon M. Kann ich jetzt eigentlich mal deine Philosophie... ja, die Philosophie kennen wir schon, wenn ich jetzt mal sage, Missionen. Gibt's nix, aber guckt mal, wir haben bei denen... Warte, wo stand das denn jetzt? Wir haben bei denen... Sag mal, wo stand das denn jetzt? Da stand das. Hier, dieses Sternchen neben dem blauen Smiley, da steht eine 5 drin. Jetzt müsste es doch eigentlich gehen, oder? Mit der Philosophie-Spalterei hier. Komm, bomb mal die weiter. Weg mit dem Glücksstrahl hier. Da!
Erfahret Glück, meine Brüder, erfahret Glück. Und wehe euch, wenn nicht. Och, Menno. Sie greifen immer noch an. Ich habe keine Reparatursets mehr. Wir sind bei 55. Wir kriegen sie noch. Die kriege ich heute noch klein. Ich will das unbedingt noch vor der Deutschlandreise schaffen, Leute. Kommt schon, Grox. Ich muss nach Deutschland. Vorher will ich euer Freund sein. Kommt schon. Der Okami dreht gerade ein bisschen durch. Als ob das was Neues wäre, oder? So, jetzt kommt schon. Geht mal in den grünen Smiley-Bereich hier. Es ist ja langsam da. Ach du meine Güte. Würde es was bringen, wenn ich den Spezies-Ausrotter einsetze? Nee, ne? So, komm schon jetzt. Runter mit dem Strahl. Runter mit dem Glück. Komm. Seit wann verwenden die denn Bodenfahrzeuge? Das muss ich gleich mal scannen hier. So. Rocksgrummel. Sieht ja witzig aus. 390 Gesundheit, 22 in der Angriffskraft und 17% Geschwindigkeit. Das ist ja wirklich schwach. So, super Glücksstrahl. Wir sind bei plus 6 und waren wir nicht eben noch bei plus 57? Nee, was soll das? Komm, das holen wir uns zurück. Da, hier, so. Ach, und das, so sieht also einer von deren Geschütztürmen aus. Die Dinger sehen ja echt geil aus. Also, das muss man schon mal sagen, so zerstörerisch die Krux auch sind, aber sie haben wirklich Stil, was das Design betrifft. Aber unsere Geschütztürme, das sind Bowlingkugeln. Das Einzige, was du damit hinkriegst, ist hier... Nein. Nein, du willst mich doch wohl veräppeln. Du willst mich doch veräppeln, oder? Komm, du willst mich doch veräppeln. Du willst mir doch Apple-Software andrehen, oder, liebes Grocksreich? Oh hey, deren Zufriedenheit in der Stadt ist auf einen Negativpunkt gefallen. Ist ja super. Und die Energie reicht auch nicht wirklich. Wir kriegen es nicht weiter hoch. Harmlose Werkzeuge eingesetzt, plus 30 scheint das Maximum zu sein bei denen. Was könnten wir jetzt noch? Ich weiß es. Dahin, dorthin, eine gemeinsame Handelsroute. Na gut, dann schicken wir also unsere Schiffe ins Herz deines Herrschaftsgebiets und treiben Handel. Wieso hast du so komisch? Ich bin so grad, dass das Bauch was gern wird. Misstrauen Fremden, Hilfe zu Geschenke, haben so galaktische abgeschlossene Missionen. Das erwähnen sie also nicht mehr. Oh, was ist das? Händler 1 Plakette. Ah ja. Was ist nun schon wieder? Ich komme ja schon, Leute. Und wir haben noch 30 Sekunden, um eine Ökokatastrophe abzuwenden. Übrigens bin ich gleich hinüber. Pass mal auf, kann ich mal darüber fliegen? Dann haue ich da mal so ein Reparaturset rein und jetzt wäre es gut, wenn wir ganz schnell verschwinden könnten. Eintreffende Funksignale von irgendeiner Kolonie interessiert gerade nicht, denn jetzt haben wir ein anderes Problem. Ein Riesenproblem haben wir da. So, machen wir das mal... Nee, reparieren. Wir haben jetzt wirklich ein Mega-Problem, weil so eine Handelsroute ist nicht günstig. Bis die da fertig sind mit dieser Handelsroute, müssen wir jede Menge Kohle auftreiben. Das heißt, wir fangen jetzt mal hier an. Sammeln hier das ganze Gewürz ein. Was wollt ihr denn? Danke für nichts. Jo, ich war beschäftigt. Hier, ihr nehmt mal... Nee, das kriegen wir teurer weg. Das kriegen wir teurer weg. Okay, der Planet hier wäre abgehakt. Dann fliegen wir jetzt mal dahin. Wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir ganz, ganz schnell an Geld rankommen. Erwähnte ich das schon? Ich glaube, ja. So, dann können wir hier, siehste, 23.000. Aber ich glaube, die da drüben zahlen eventuell mehr. Und ich muss nochmal was trinken. Das ist ja echt der Hammer hier. Oh, guck mal. Pass mal auf. Da war mal gerade. Dann fliegen wir jetzt eigentlich dahin. Da oben. Eieieiei. So, hier mal. Und dann gibt's mal das Blaue. Und ich gebe dir jetzt hoffentlich das Lila. Nein. Natürlich nicht. Wieso auch? Warum sollte ich? Ich bin jetzt zu geizig für sowas. So, fliegen wir mal da drüben hin. Und ich glaube, wir müssen unser Reich vergrößern hier hinten. Diese Planeten, die reichen nicht mehr aus. Es ist zu wenig Gewürz. Das Gelbe, das sieht ziemlich gut aus. 38.000, das merken wir uns mal. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber wir merken es uns mal. Hier, das Blaue, das sieht relativ gut aus. Und dann, das ist Simenitoke, oder wie das Ding heißt, im Charle-System. Okay, dann gucken wir jetzt mal nach da drüben. Mal sehen, was die so zahlen. Und die zahlen... Oh, 58.000, da schlage ich doch sofort zu, oder? Zack,
So. Geldprobleme gelöst. Ha, jetzt können wir wieder leben in Saus und Braus.